Mein Name ist Dirk Ehlert. Ich bin ja Wildtierexperte in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Und ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise zu den schönsten Naturschauplätzen Berlins. Unsere Hauptstadt ist voller Hotspots von Pflanzen und Tieren. Und einen davon, den möchte ich Ihnen gerne heute vorstellen. So, ist alles klar. Schick aus, oder? Also heute ist ein besonderer Tag. Ich musste mich extra auch schön machen, denn es geht ins Konzert. Ich habe sogar eine Karte bekommen und ich nehme Sie natürlich alle mit. Was es zu hören gibt, was fragen Sie? Einfach mitkommen. Der Sänger, zu dem ich heute gehe, ist weltberühmt. Er singt doch nicht immer das Jahr über und wo er auch auftaucht, überall wollen Sie ihn erleben. Und bin gespannt, Platz 1, Reihe 1, wo ist es? Da ist es, da ist es. Ein Glück, mein Platz ist noch frei. So. Hallo? Ja, gerade noch rechtzeitig gekommen. Ist schon. Die machen sich schon alle fit. Netterweise gibt es nämlich, damit ich auch alles sehen kann, ein schönes Opernglas. Da ist er zu hören, der Sänger. Haben Sie das gehört? Großartig, was der alles kann. Er singt variationsreich, flötend, melodiös, schmetternd, schluchzend, weinend, crescendo, decrescendo. Ja, ich bin hier ruhig. Und jetzt genieße ich mal. Was machst du denn hier? Grüß dich. Ja, ich genieße das Konzert. Ist das nicht großartig, dieser Gesang? Ja, Nachtigallen sind tolle Vögel. Die haben ein unheimliches Gesangrepertoire. Na klar, deswegen sind sie auch so beliebt. Ja, aber guck doch mal selber. Schau doch mal den Vogel an, wenn du da genau hinschaust. Das ist doch kein Fernglas, aber ja. Möchtest du meins haben? Damit kannst du richtig gucken. Da vorne zum Beispiel. Oh, ein Riesenglas. Nee, dann mach bitte weiter. Dann mach alleine. Dann übernimm du am besten. Sei doch nicht gleich beleidigt, aber gerne. Ich nehme Sie jetzt mal mit hinter die Bühne und zeige Ihnen, wie die Nachtigall lebt und warum sie uns Menschen so unglaublich fasziniert. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Von Shakespeares kennt jeder. Es ging dabei um Romeo und Julia, zwei Verliebte, die ganze Nacht zusammensaßen, bis es endlich hell wurde und die Nachtigall als Nachtsängerin aufhörte zu singen und dafür die Feldlerche früh am Morgen anfing. Ja, und ich gebe zu, die Nachtigall ist wirklich ein unglaublich faszinierender Vogel. Er ist sehr unscheinbar, wirklich bräunlich. Unterseits ein bisschen weißlich, hat einen roten Stoß, so 16 cm groß, etwa so groß, ja, wie ein Sperling. Und man würde ihn überhaupt nicht wahrnehmen, wenn er nicht so fantastisch singen würde. So eine Stino-Nachtigall, also eine stinknormale Nachtigall, hat im Schnitt so zwischen 220 und 260 Strophen drauf. Das ist schon sehr, sehr viel im Vergleich. Buchfinken haben nur 5 Strophen. Bei den Nachtigallen singen nur die männlichen Tiere. Die verbringen den Winter über in Afrika und kommen dann zurückgeflogen. Und in Deutschland kommen sie auch nicht überall vor. Sie sind, naja, ein bisschen anspruchsvoll. Sie mögen zum Beispiel kein Hochgebirge, keine Küstenbereiche. Sie wollen es nicht zu heiß und nicht zu kalt. In Berlin kommen sie allerdings reichlich vor. Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen. Hier allein gibt es rund 1600 Reviere. Dabei kommen die Nachtigall-Männchen stets ein paar Tage vor den Weibchen und besetzen die Reviere.
Sie verteidigen sie gegenüber Rivalen und fangen an zu singen. Übrigens nicht nur nachts. Nachtigallen singen auch am Tag. Aber nachts ziehen Nachtigallweibchen. Sie kommen ein paar Tage später als die Männchen und sie sollen durch den Gesang angezogen, angelockt werden. Das gelingt ihnen auch, denn mit dem Gesang der Nachtigall kann der Vogel auch sehr viel Informationen mitteilen, zum Beispiel, wo sein Revier liegt, wie toll er ist, wie viel Nahrung es gibt, wie alt er ist und ob es sich fürs Weibchen lohnt, sich mit ihm einzulassen. Sie haben nämlich sogenannte Saisonehen. Wenn sich Nachtigallweibchen und Männchen einig geworden sind, wird nicht lange gefackelt. Relativ schnell wird das Nest gebaut. Als Nistmaterial nutzen Nachtigallen übrigens nasses Eichenlaub, das sie dann zur Mulde bringen und gerne im Brennnesselbestand brüten. Nach etwa 10 bis 12 Tagen schlüpfen die Jungen. Nach weiteren 12 Tagen wären die schon flügge und hüpfen flugunfähig umher und werden dann noch gut 14 Tage von den Eltern gefüttert. Und dann sind sie eigentlich schon wieder weg. Und trotzdem würde ich immer sagen, es sind meine Nachtigallen. Aus der Sicht der Nachtigall ist das hier die Versteckmöglichkeit, wo ich meine Jungen unterbringen und brüten kann. Auf etwa 2 bis 4 Meter Höhe ist die sogenannte Sitz- und Singwarte. Hier wird einmal der Gesang gern vorgetragen, hier wird aber auch geruht und das Revier überwacht. Auf 8 Meter Höhe hat die Nachtigall einen guten Überblick, meist über das gesamte Revier. Und das ist der Blick, den die Nachtigall hat, wenn sie weiter nach oben fliegt. Oh, alleine jetzt hier an dieser Stelle sind 3 Nachtigallen zu hören im Treptower Park. Und das ist übrigens nur eine von vielen Parkanlagen, an denen man die Vögel hören kann. Berlin ist da prädestiniert. Man muss ja einfach nur die volle Tür gehen. Im Umweltkalender gibt es genug Ideen, wohin man gehen kann. In dieser Folge ging es wirklich nur um die Nachtigall. Der Park ist aber auch schön. Wer mal herkommen möchte, bis zum S-Bahnhof Treptower Park und schon ist man da. Tschüss.